Erlaube anderen Menschen, authentisch zu scheinen. Was heißt es? Nehme dich selbst zurück. Lobe die anderen und sehe wirklich auch das Potenzial in anderen Menschen und das Gute in anderen Menschen und sage es den anderen Menschen. Also sei authentisch. Versuche nicht irgendwie zu sagen, ja, ich habe gehört, das soll ganz gut wirken auf andere Menschen, wenn man sich selbst ein bisschen heruntersetzt und die anderen hochlobt. Mache ich das mal und das wird in die Hose gehen, denn man muss zuerst versuchen, dass wirklich das Gute in der äußerlichen Welt, also in den anderen Menschen und in den Dingen, die in der Welt passieren, darin das Gute zu sehen und mal zu sagen, mal so eine Art Hochachtung dafür zu entwickeln, was andere Menschen in ihrem Leben geleistet haben oder welchen Weg sie gegangen sind oder einfach das Mitgefühl zu entwickeln. Zu erkennen, dass dieser Mensch seinen Weg gegangen ist und er handelt nun mal so, wie er aufgrund seines Lebensgangs, seines Verlaufes, seines Lebens eben handeln muss. Er handelt nicht so, um dich zu verletzen oder andere zu verletzen oder im Gegenteil. Was weiß ich, er handelt so, wie er handeln muss in dem Moment. Und es ist einzigartig, wie er handelt. Er hat einen einzigartigen Weg im Leben bestritten. Und dafür verdient eigentlich jede und alles deine Hochachtung. Und wenn man das authentisch zum Ausdruck bringt, also es wirklich ernst meint und sich selbst zurücksetzt, dann kommt die Anerkennung, die man eigentlich oder die viele Leute gerne wollen oder gerne festhalten oder gerne an sich heranziehen, dieses Selbstlob und so weiter, dass man dann weglässt, aber die Anerkennung an sich kommt dann von ganz alleine zu einem. Und das ist einfach ein kleiner Tipp, um mal ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Die Perspektive davon zu wechseln, immer etwas bekommen zu wollen, selbst gelobt zu werden, selbst Anerkennung zu erhalten oder sich hier groß zu reden, was man alles Tolles geleistet hat, was man alles Tolles gemacht hat. Und stattdessen einfach mal die Perspektive auf die anderen Menschen zu richten, auf die Dinge, die nicht in deiner Kontrolle liegen, die nichts mit dir und deinem Ego zu tun haben. Einfach mal die Perspektive dahingehend verändern und dadurch eben diese Anerkennung auch auszudrücken und nicht mehr versuchen, sich selbst zu nähren und dann eben zu schauen, was passiert. Denn dann hat man keine Anforderungen an die Welt und an andere mehr. Und dann kommt dieser Lob, diese Anerkennung von ganz alleine, ohne dass man irgendwas dafür tun muss und ohne dass es einen in irgendeiner Weise anstrengt und ohne dass man auch enttäuscht wird in irgendeiner Hinsicht. Weil irgendwie will man ja immer irgendeine Anerkennung. Wenn man sie dann nicht hat, dann ist man wieder enttäuscht. Wenn man aber die Perspektive auf die anderen Menschen richtet, dann kann man gar nicht mehr enttäuscht werden. Dann ist man ein neugieriger Beobachter, ein neugieriger, anerkennender, honorierender Beobachter der Welt um einen herum. Man nimmt die Perspektive von sich weg und die Dinge kommen von ganz alleine. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.